Das ist das Sudatorium. Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal! Diese Skulpturen! Was? Alchemistische Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Fäulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. Drei Symbole, vier Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Wir müssen doch irgendwie an sie rankommen. Die Schlange, von der bekam ich immer Albträume. Der Löwe. Oh, Leon, mein armer Hund. Ich hoffe, wo du jetzt bist, geht's dir gut. Lukas, noch ein Fresko. Eine schwangere Frau. Aber das ist nicht alles. Sieh mal, neben mir. Das ist ein Destillierapparat, oder? Ist sie eine Alchemistin? Genau. Die Alchemie wurde oft mit der Schwangerschaft verglichen. Und der Schmelztiegel oder Brennofen mit dem Mutterleib. Oder sie ist einfach nur eine schwangere Alchemistin. Nicht einfach nur. Dieser Tempel gehörte deiner Mutter. Und es ist kein Zufall, dass wir hier eine Frau sehen. Dieser Ort ist wichtig. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plague Tale. Der Schwan. Mit mir, euer Mann. Imposant und anmutig. Ja, und da waren wir ja letztes Mal schon. Symbol. Die Platten haben nachgegeben. Ich denke, du kommst da durch. Was? Ich gehe runter. Du bleibst hier. In Ordnung. Oh. Ja, ja. Das hatten wir letztes Mal schon mal. Und die Kröte. Sind dann unten. Hässlich wie eh und je. Armselig gescheitert. Haben es aber auch nicht wirklich oft probiert. Denn es war schon relativ spät und deswegen werden wir das jetzt mal ausprobieren. Oh, na toll. Hey, wie sieht's da unten aus? Ein Nest. Die wuseln um mich herum. Und ich kann nichts sehen. Ich glaube, da war es lang. Ich glaube, da ging es lang, ne? Los, mal an. Gehen wir. Ich versuche, dich zu führen. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Becken. Viel Glück. Hey, ich sehe dich nicht mehr. Komm zurück. Alles klar. Erst neues Feuer holen. Das ist genau der gleiche Fehler, den wir letztes Mal auch gemacht haben. So ein Käse. So, und los geht's. Und dann hat uns die Zeit nicht gereicht. Komm, schnell. In Ordnung, ich gehe weiter. Schnell, schnell, schnell. Siehst du irgendwas? Jawohl. Das Symbol ist das Ding. Das ist die Sublimierung. Ein Symbol müssen wir noch zum Leuchten bringen. Okidoki. Lass mal gucken, hier drüber vielleicht. Du näherst dich dem anderen Symbol. Geh weiter. Ja, so schnell hier ich drüber. Kann. Und anzünden. Jawohl. Die Reinigung. Alle Bäcke sind erleuchtet. Du kannst zurückkommen. Ich muss hier raus. Du bist fast da. Danke, Lukas. Rede weiter mit mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nie gedacht, dass ihr so weit kommt, dass ich hier landen würde. Laurentius hat mir die Welt mit Büchern vermittelt. Aber die Realität ist noch mal was anderes, oder? Das ist das Schlimmste. Nichts scheint wirklich real zu sein. Auch falsch. Könnte natürlich einfach wieder den gleichen Weg zurückgehen. Aber ich will erstmal gucken, ob es hier noch was zu looten gibt. Erstmal hier drüber. Okay. Ach, da sind wir ja schon. Na gut. Ruf. Fäulnis, Reinigung und so. Sublimierung. Kröte, Schwan und Schlange. Also. Versteckt unser Freund der Löwe etwas?
vielleicht in seinem Maul. Hilf uns, Mutter. Trau dich. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia. Du hast es dir verdient. Yay. Oh. Hier ist es stockfinster. Es scheint riesig zu sein. Spar dir die Munition. Ich kümmere mich darum. Na bitte. Okay. Und? Was siehst du? Ergänzungsmittel, Stabilisatoren, Reagenzien, Edelmaterialien. Dem weitaus überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Das ist es, Amicia. Gut. Gut. Mhm. Amicia, diese Notizen. Das ist die Handschrift deiner Mutter. Versuchte eine neue Transmutation, doch das Elixier ist unvollständig. Die Fackel des Trägers verschwindet und lässt meinen Sohn in der Finsternis der Makula. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber wo? Und wie sieht es aus? Da ist doch was. Noch ein Fresko. Ein Kind in den Armen seiner Mutter. Aber diese Zeichen auf seinem Oberkörper, Lukas. Die Prima Makula. Aber dieses Fresko ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Aber wie viele Male? Wer weiß. Sanguinis Itinera. Die Wege des Blutes. Die Makula bahnt sich einen Weg durch die Geschichte. Sie hat die Welt bereits verändert und wird es wieder tun. Hier, auf dieser Schachtel prangt ein Phönix. Das Symbol eines alchemistischen Meisterwerks. Amicia, das muss es sein. Öffne sie. Nun gut. Nein, noch nicht. Noch nicht. Lasst uns erstmal wirklich hier alles angucken. Ist das ein Stammbaum? Ja, anscheinend von meiner Familie. Er war verschwunden. Es zeigt wohl, wie die Makula an Hugo vererbt wurde. Und Mutter wollte es herausfinden. Oh, kannte sich Mutter wirklich mit all dem aus? Sie war eine Meisterin der Alchemie. Wenn es eine Rettung für Hugo gibt, dann hier. Wir müssen sie nur finden. Mutter, es war alles hier. Und ich ahnte nichts davon. Ich war zu beschäftigt mit Spielen und Herumalbern. So, mal wieder alles auffüllen. Na gut, dann wollen wir doch mal in die Schatulle gucken. Lukas, sieh mal. Fortgeschrittene Kristallisierung, blaugrüner Rand, klare Substanz. Was? Lukas! Ambra-Geruch, unglaublich. Na, red schon. Was soll das sein? Das Elixier für Hugo. Sie machte Fortschritte, hatte aber keine Zeit, es fertigzustellen. Du meinst, dasselbe Elixier, das du... Ja, einfach unglaublich, wie weit sie ohne das Buch gekommen ist. Also können wir es vielleicht nutzen, Lukas? Dem Buch und meiner Vorarbeit? Ich denke, ich sollte es fertigstellen können. Du bist ja schon mittendrin, Magister. Warum hat sie nichts gesagt? Ich hätte es verstanden. Ich hätte... Au! Ich hätte dasselbe getan, Amicia. Sie war eine Alchemistin. Und weißt du, eine Mutter beschützt ihre Kinder, oder? Oh oh. Nein, nicht jetzt! Wie kommen wir jetzt hier raus? Denk nicht dran! Vollende das Elixier! Ich halte sie zurück! Das glaube ich nicht! Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen! Ich lese! Deine Mutter steht am Fenster. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet.
Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopö. Der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Immer mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen, beruhige deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Also immer mit der Ruhe. War ja klar, dass das nicht funktioniert. Manu. Das glaube ich nicht. Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopö. Der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Immer mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen, beruhige deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Also immer mit der Ruhe. Ah, halalala, ich bin ja doof. Ich hoffe, dass du da hinten gut stehst. Sehen wir mal. Lukas! Dieser Mechanismus ist derselbe wie im Château d'Ambrage. Wenn du mich fragst, ist das kein Zufall. Hast du das Mazerat? Ich komme nicht hin. Nein, der Vorhang, da ist es. So. Das sind zu viele. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, das am meisten stinkt. Nimm halt alle. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob meine Nase das unterscheiden kann. Oh Gott. Das ist ab. Wow. Lukas, ich hab. Sehr gut, bring es her. Sie kommen zurück, sie gruppieren sich neu. Dieses Geräusch, das gefällt mir überhaupt nicht. Weiter, wir haben es fast Stell es hier hin. Gut, dann wecken wir mal den Phönix. Vorsichtig, nicht zittern. Wir dürfen nichts verbeugen. Sie kommt zurück. Farbe hat sich leicht verändert. Gut, aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auf zu den Destillierapparaten. Gut, 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 gut. Komm. Amicia, Sie werden das Feuerbecken löschen. Auf keinen Fall. Ach so, hat er das schon gemacht? Gut. Oh, oh, oh. Nehmt das! Sie wissen, was vor sich geht, aber Sie werden den Lauf der Geschichte nicht verändern! Zurück an die Arbeit! Lukas, mach bitte keine Dummheiten, ja? Ich weiß, was ich tue. Zumindest denke ich das. Hoffen wir das. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Sei einfach vorsichtig. Genau. So, Lukas, pass auf. Das hier an. Dann erwärmen wir die Kupferschüssel. Die Flüssigkeit im Inneren zirkulieren. Na los! Und die Wahrheit wird aus dem Munde fließen.
Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Na also, das Sonnentor, die Fackel des Trägers. Amicia, bring mich zurück. Sofort. Wüssten Sie... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte, nach dir. Äußerst eigenartig. Lukas, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Laurentius wäre stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Danke. Zumindest wissen wir jetzt, wenn das Elixier mit den Ratten zu tun hat, sind sie auch mit dem Träger verbunden. Ja, aber jetzt, Lukas, müssen wir erst einmal Hugo retten. Sie sind da! Unser Alchemist in Spee hat ein Wunder vollbracht. Wir haben das Elixier. Ich wusste, dass du es in dir hast. Danke. Kommt, gehen wir jetzt zu Hugo. Hugo, du schläfst ja gar nicht. Hey, sieh mal, wir haben es, das Elixier. Lukas, sei Dank. Hier, Hugo. Es könnte etwas bitter sein. Spielt keine Rolle. Runter damit. Sehr gut. Bin ich jetzt geheilt? Also... Auf jeden Fall fühlst du dich bald besser. Amicia... Werden wir Mama nie wiedersehen? Oh, Hugo, du weißt doch, sie... Sie kommt nicht wieder. Nein. Und sie muss nicht leiden, wo sie ist? Nein, nein, natürlich nicht. Legen wir uns schlafen. Und morgen, wenn du aufwachst, wirst du dich viel besser fühlen, ganz sicher. A, B und C? Was A, B und C? Hi, Fuchs. Die hat den doch schon wieder angelogen.
Amicia! Amicia! Roderick war mit der Schleuder tatsächlich besser als Arthur. Das ist nicht wahr. Er hat die Linie übertreten. Du bist einfach schlecht. Ach, streitet ihr schon wieder? Ach, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Du willst mir was Hugo? Von Regeln erzählen? Sag ich ihm auch immer. Hugo gesehen? Ah, okay. Okay, das war doch klar, oder? Hugo! Hey, wo Hugo? Steckst du, Kleiner? Hugo! Hugo! Oh nein. Er ist weg. Ach, auch schon gespannt. Der ist zu Mama. Ja, das hätten wir ja eigentlich denken können. Oh, wenn man den Kleinen anlügt. Sachte, ganz langsam. So, lass uns erstmal hier wieder ein bisschen auffüllen. So. Lass mich raten, die kommt da natürlich nicht mehr hoch. Natürlich nicht, ist ja klar. Ist ja klar, dass die da nicht mehr hochkommt. Nicht anhalten. Weiter. Hugo! Schrei noch lauter. Vielleicht hört dich die Intuition. Kann er nur hin sein? Denk nach, Amicia. Denk nach. Ist das ein Dorf? Hier? Hey, wartet! Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Oh, Amicia. Fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Clairvy? Seid ihr das? Habt ihr Hugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür, ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Was ist das? Was geht hier vor? Komm mit mir. Laurentius? Seid ihr das wirklich? Wo ist Hugo? Er ist fort. Ich wusste, dass das geschehen würde. Ich habe mich doch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar schreckliche Dinge. Blut vergießt sich so leicht, aber zu lieben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Hugo, das ist er. Mutter? Amicia, komm her. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh. Sieh selbst. Ja.
gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! Hugo, wo bist du? Ah, okay, Traum. Gut. Warum ein leichter Schlag auf den Kopf? Das ist er. Ich will nach Hause. Hugo. Lass mich gehen. Er ist hier. Oh Gott sei Dank. Hör auf zu brüllen. Wo ist deine Schwester? Ich weiß es nicht. Ha, das gäbe noch mal eine schöne Prämie obendrauf. Da habt ihr euch also versteckt. Amicia! Ich bin hier. Alles wird gut, Hugo. Es ist vorbei. Hey, mein Junge. Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein. Aber warum bist du davongelaufen? Ich hab Mama gehört. Sie hat nach mir gerufen. Kopfweh. Das muss ein Albtraum gewesen sein. Nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen, wo sie jetzt ist. Darüber haben wir doch gesprochen. Aber... Sie ist fort, Hugo. Das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Na gut. Wir müssen zurück zum Chateau. Das Spiel ist im Mittelalter. Und was sogar richtig mit dem Jungen los ist, weiß ich auch nicht. Aber der hat irgendwas in seinem Blut, irgendeine böse Macht wohl, worauf diese Ratten auch reagieren. Und da ist die Pest ausgebrochen. Die Inquisition ist hinter dem Jungen her. Die haben praktisch die Eltern getötet, beziehungsweise nur den Vater. Die Mutter wurde wohl gefangen genommen und wird jetzt gefoltert. Und wir versuchen hier irgendwie ein Heilmittel für den Jungen zu finden. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das vorher schon wirklich das Heilmittel war. Und ich nehme mal an, dass wir jetzt dann die Mutter irgendwie versuchen zu befreien und ja, diese Inquisitions-Hampelmänner hier auszuschalten. Der Stock, der sieht aber nicht gut aus, wo der da steckt. Vorsicht. Das ist doch eine Falle. Es kommt von da drüben. Wir müssen gehen. Nicht? Nein, 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 du nein. Du gehst nein. da nicht hin. Aber warum? Lass mich los. Hugo. Ach, nee. Nicht das schon wieder. Komm zurück. Ja. Ach, Mensch. Immer die Kinder. Immer die Kinder. Nicht für ein Pfennig Hirn einschalten. Nein, Hugo! Da, sie ist da drin! Hör auf, das ist sie nicht! Oh oh. Nicht jetzt! Hugo!
Was tust du hier? Das ist doch kein Ort für ein Kind. Fass sie nicht an! Wo ist deine Schwester? Nein! Hugo! Meine Schwester? Weg von ihr! Ich höre jemanden! Es ist niemand da. Komm. Geh mir zu deiner Mutter. Alles klar! Hugo! Hugo, nicht! Ziemlich übel. War das jetzt wieder nur eine Illusion oder ist das jetzt wirklich passiert? Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr? Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt... Meine Worte spielen keine Rolle, nur die des Großinquisitors. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Er hat mir wehgetan. Echt? Ich muss Mama finden. Okay. Oh, mein Kopf. Ups. Hört auf, Ruhe. Okay. Jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Bald. Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Mensch, so ist ein Opfer nicht der Rede wert. Mir echt an dem vorbei? Ah. Ich schätze mal. Nee, oder? Ah, okay. Oh, das ist ganz schön groß. Wo ist Mama? Materie aller Materien. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten.
Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent, aber die Menge des rohen Episanguis schrumpft. Unsere Sammler fallen den Ratten zum Opfer. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats ab. Des Großinquisitors wird vom Biss überwältigt. Ich habe Angst, dass er seinen Geist angreift. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen. Seine Seele ist unbeschadet versteckt. Ad Lucem. Eieieiei. Vorsicht! Uiuiuiui. Als wäre da drüben etwas. Genau da. Das war ja klar. Vorsicht! Okay, muss ich. Ja, Vorsicht. Muss man hier rein? Ah, okay. Okay. Das Destillat verdickt sich. Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Aber er hat sich schon verändert, ne? Er ist nicht mehr so. Er schreit nicht mehr so und kriegt nicht mehr so Angstzustände, wenn er alleine ist. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis aufnehmen kann. Sein Glaube beschützt ihn. Er schützt uns alle. Natürlich. Natürlich. Oh. Hä? Nein. Na dann. Ich hab keine Angst. Der Beschwörung durch die Stadt patrouillieren soll. Bist du auf der Liste? Ja, ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns alle hinterher. Das Ende des Bisses. Das wird ein Fest. Komm schon, sei mutig. Oh.
Sehr gut. Keiner hat dich gesehen. Wie Melly. Der Rauch, er versteckt mich. Ah, okay. Verfluchter Episanguis-Dampf. Ich werde noch blind von dem Zeug. Ganz sicher. Verdammt. Okay. Okay, auf geht's. Ich seh nix, Gut. Dann da rein, oder? Oh, leck mich. Ich mag das nicht. Mutiger kleiner Kerl. Mutiger kleiner Kerl. Es reicht. Ich verlange sofort Vitalis zu sehen. Der Großinquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof. Ich vertrete den Papst. Monseigneur, die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Ich sehe hier nichts als Ketzerei und Okkultismus. Und ihr alle folgt ihm auf seinem Pfad zur Hölle. Wählt eure Worte mit Bedacht, Exzellenz. Bei eurem Rang solltet ihr achtsamer sein. Das ist Wahnsinn. Ich darf nicht hinhören. Ich muss nur Mama finden. Natürlich solltest du hinhören. Könnte wichtig sein. Ganz ruhig, Kleiner, das wird schon. Oh nein, nein, er darf mich nicht sehen. Sonst offen stehen. Jawohl. Magister, der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Roon. Weiter. Sie sprechen über mich. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellose politische Macht. Die Anwesenheit von Erzbischof Gauthier sagt eine Menge. Der Hof des Papstes ist besorgt. Das die Primus? Wow! Oh. Mann, wo muss ich denn da lang? Die Prima Macula. Nein. Verschlingt sie den verlorenen Träger oder schreitet neben dem, der sie zähmt, Meister oder
oder Sklave, Ordnung oder Chaos. Aber wie können die Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama. Oh, der ist das. Hey, das kann nicht sein. Nun ja, mach ich denn das da? Die Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama! Die Frage ist, ob wir Mama wirklich... Natürlich wollen wir sie sehen, aber wie es ihr geht, das ist die Frage. Sie ist im Keller, haben sie gesagt. Ich muss weiter nach unten. Ja, Leute, aber die Rettung, Mama, Mamas Rettung werden wir beim nächsten Mal bestreiten, hoffe ich. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, wenn es heißt The Plague Tale und Mamas Rettung. Bis dann, macht's gut. Tschüss und ciao, euer Martin.